Hallo zusammen und willkommen zur dritten Folge meines Baututorials. Ich bin der Getty und heute geht's weiter. Wir haben das letzte Mal über die Triebwerke geredet, über die Trägheitsdämpfer, über das Verhältnis von Beschleunigung zu Bremsverzögerung, über Höchstgeschwindigkeit, dass das von der Anzahl der Triebwerksblöcke oder auch anders ausgedrückt vom Volumen des Triebwerks abhängt. Nicht direkt proportional, also nicht zwei Triebwerke gleich doppelt so hoch, doppelt so schnell, sondern irgendwie anders. Wir haben unsere Gyros platziert. So, sieht man es ein bisschen schöner. Nachdem wir unsere Masse angepasst haben, weil wir ja die Rechenleistung auf 51 begrenzen wollten, haben einen Block gemacht mit Masse, haben Triebwerke gebaut, haben das, haben jenes, haben dieses, haben ein bisschen die Korrekturdüsen angeschnitten, die Funktionsweise und haben dann unserem Schiff noch ein bisschen Form verliehen. Wie ihr sehen könnt, ich befinde mich derzeit unter 51 Rechenleistung und ich möchte das Schiff heute mit euch ein wenig optisch aufmotzen. Das ist einer der schwierigsten Teile, weil es sehr viel Kreativität erfordert. Und man muss sich es räumlich vorstellen können, was man denn haben möchte. Außerdem muss man beachten, wie die Mesh aufgebaut ist, weil später kann es sonst zu Problemen kommen, wie man die verschiedenen Blöcke aneinander anreiht und sie miteinander verbindet. Also, ihr könntet zwar einen langen Block hier umgeordnet haben, aber dann habt ihr keine schöne, ihr seht schon, diese zwei sind markiert, aber sie haben da keine abschließende, miteinander verlaufende Kante oder Fläche oder das ist in der Mitte von dem und das ist dann wieder ein halber Block und das gibt, das macht einem nur Ärger, wenn ihr mich fragt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir entweder wir bauen in kleinen Blöcken oder wir hier bei den Flügeln, wir haben hier bei den Flügeln lange Blöcke oder wir wissen schon ungefähr, wie es in die Richtung gehen soll mit unserem Design. So, genug gesagt, jetzt geht's ans Werk. Zuerst einmal, ja, die Rechenleistung ist mir egal. Im Moment, es kommt ja eh noch Hülle dazu, ich bin hier mit der Höhe der Triebwerken oder mit der Platzierung der oberen und unteren Triebwerke nicht ganz glücklich. Wir haben da ein Ufer gebaut. Ihr wisst doch sicher, wie die Enterprise aufgebaut ist. Die hat da links und rechts solche Triebwerksgondeln. Das kann man theoretisch hier auch machen. Wir setzen die zwei Triebwerke, die wir jetzt gleich eins oben, eins unten löschen werden. Jetzt hat er es nicht gelöscht. Schade. Und haben die gleichen Werte wie vorhin, weil es genau das gleiche Volumen ist an Triebwerken. Sie sitzen nur woanders. Wenn ihr versteht, was ich meine, was ich sagen möchte damit. Ja, ungefähr so kann man dann im Baukastenprinzip sein Schiff schon mal so ein bisschen umstrukturieren. So, die Triebwerke, ich bin noch immer nicht zufrieden. Hier nochmal, hat er mitmarkiert, sehr gut. Das ist dieser Block hier, glaube ich, der mich stört. Aber ich werde diesen Block auch wegnehmen, damit ich hier 1, 2 habe. 3 wäre natürlich das Optimum an Abstand. Können wir gleich mal probieren, wieso das Optimum darstellt. Für mich zumindest. Wir nehmen uns diese 3, kopieren uns da eines dieser Triebwerke, weil ich habe das jetzt aus dem Zwischenspeicher rausgeschmissen, eines dieser Breiten, wenn ihr versteht, und setze das ein bisschen, also nicht, dass es mit dem hintersten Triebwerk bündig ist, sondern ein bisschen versetzt an, damit man da so ein besseres Gefühl dafür kriegen. Ich bin immer noch nicht zufrieden. Eigentlich möchte ich es ja
nicht flach haben, das Schiff. Ich möchte ja ein bisschen Dreidimensionalität reinbringen. Was mache ich? Ich nehme mir einfach diese hier. Ich bin einfach so frei, nehme mir diese. Zwischenspeicher mit Steuerung C, wie bei Windows. Steuerung C für Kopieren, Steuerung V für Einfügen. Das habe ich im letzten Video nicht erwähnt, aber wenn ihr fleißig wart, habt ihr euch eh mit dem Baumenü rumgespielt. Die entferne ich und pflanze sie erstmal hier an die Seite. Jetzt ist es ja noch breiter. Ich dachte, du willst es dreidimensional ein bisschen in die Höhe machen. Moment, kommt ja alles noch. Wir markieren. Und wenn ihr jetzt darauf achtet, die Anzahl der verbauten Blöcke ist wichtig, was die Spielperformance betrifft. Je größer ein Block ist, umso weniger Blöcke hat das Schiff. Also je größer die Blöcke am Schiff sind, desto weniger Blöcke hat das Schiff. Je kleiner die Blöcke sind, umso mehr Blöcke werden es. Das ist diese 0,8er Block, womit ich die ganze Detailgenauigkeit verdoppelt habe. Das hat alles seine Gründe. So, jetzt habe ich das verschmolzen und habe statt diesen 6 Blöcken, 8 Blöcken, habe ich jetzt ein 2 auf einer Seite. 4 insgesamt, also statt 2x8, statt 16 Blöcken, habe ich jetzt nur noch 4 Blöcke. Sieht man auch sofort, von 50 um 12 runter. 16 weniger 12 ist 4. 4 Blöcke. So, das kopiere ich jetzt nochmal in den Zwischenspeicher, die zwei großen hier. Kopiere, entferne, füge ein. Und weil ich es jetzt nicht flach haben will, sondern ein bisschen, oh, wie sagt man, mehr Form verleihen möchte, werde ich das einfach so aufstellen. Ja. Jetzt kann ich mich noch ein bisschen spielen. Diese Hüllenblöcke kann ich entfernen, wie ich lustig bin. Ich kann sie kopieren, ich kann sie entfernen, ich kann alles machen, was ich möchte. Ich könnte sogar hier diese drei Trägheitsdämpfer rausnehmen und sie irgendwo statt diesem Block zum Beispiel einsetzen. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich gehe auf meine Blöcke, wähle mir den Trägerdämpfer aus, gehe sicher, dass es markiert ist, öffne es mit der Space-Taste kurzweilig, verbinde die Blöcke, lasse Space los und wir haben hier diese Trägheitsdämpfer. Jetzt seht ihr schon, die Bremsverzögerung ist verhältnistechnisch hochgegangen, weil es jetzt mehr sind. Jetzt müssen wir die noch löschen. Und dieses Verhältnis zur Beschleunigung und Bremsverzögerung ist wieder so in die Richtung 1 zu 1 gegangen. So, was haben wir hier? Hier haben wir jeweils 9 Triebwerke. Hier haben wir 6 Blöcke an Triebwerken. Wir könnten das jetzt noch aufteilen, könnten hier noch einen Triebwerkblock an die Seite ranmachen und haben hinten dann in der Mitte kein Triebwerk mehr. Das verändert schon mal unsere Form. Wollen wir das? Bin mir jetzt noch nicht sicher. Aber ich muss mich entschuldigen, ich habe im letzten Teil die Korrekturdüsen ordentlich runtergemacht. Korrekturdüsen erhöhen die Manövrierfähigkeit, wie wir schon gesagt haben. Durch dieses Auf- und Abfliegen bekommt man im dreidimensionalen Raum noch mehr Möglichkeiten, sich zu bewegen. Und je mehr Möglichkeiten man hat, um sich zu bewegen, desto schwerer ist man, wenn man denn alle Möglichkeiten nutzt, wie so ein richtig vorbildlicher Captain, desto schwerer ist man auch zu treffen. Also, es kommt natürlich darauf an, wenn ihr nur mit der Maus spielt und Vorwärtsboost gebt, ja, dann werdet ihr diese Tasten nicht brauchen, zum Beispiel runterfliegen oder rauffliegen. Man kann sich hinter einem Asteroiden verstecken, zum Beispiel hier. Ich fliege noch mal schnell ran, damit ihr das seht. Und dieser Asteroid hier hinten ist jetzt mein Gegner. Und jetzt kann er mich nicht treffen, weil ich mich hinter dem Asteroiden verstecke. Ich fliege ein bisschen nach oben und schieße mit den oberen Geschützen, wenn ich jetzt welche installiert hätte. Das kann ich schnell nachholen. Na, wo sind sie denn? Ja, Kreativwelt, ihr wisst schon. Und könnte jetzt
hier aus der halben Deckung auf diesen Asteroiden schießen. Und meine Fläche, die er zu treffen hat, ist viel kleiner als, weil der Winkel durch den Abstand für mich viel optimaler ist. Ihr seht schon, er muss ganz genau die Oberkante des Asteroidens verfehlen, um mich zu treffen. Ich habe da viel mehr Spielraum und kann ihn treffen. Das ist schon Advanced Flugmechanik, das ist schon ein bisschen hinterlistig spielen und wenn wir ehrlich sind, im Multiplayer die meisten Spieler boosten, schießen, versuchen hinter dem Gegner zu bleiben. Für die meisten Spieler macht das keinen Unterschied. So. Gehen wir wieder zurück zum Baumodus. Also das so viel zum Thema Korrekturdüsen. Und noch hinzu erwähnt sei, sie geben, ich habe die Brems- und Beschleunigungswirkung von denen ein bisschen schlecht erklärt. Weil das ist jetzt ein 3x1er Block, der geradeaus steht. Hier Korrekturdüsen. Wenn ich die jetzt drehen würde, sodass mehr Noppen nach vorne und hinten zeigen, würde das eine andere Auswirkung haben auf Beschleunigung und Bremsverzögerung. Seht mal, hier haben wir Bremsverzögerung von plus 6 und Beschleunigung, dadurch, dass es mehr Masse wird, leider minus 26. Jetzt drehe ich das in die Länge und seht schon, die Bremsverzögerung, anstatt dass sie uns jetzt ein plus 6 gibt sie uns, weil die Fläche viel kleiner ist, nur plus minus 21. Also die Platzierung der Korrekturdüse ist auch sehr, sehr, sehr wichtig, wenn man denn Manövrierfähigkeit und Bremskraftverstärkung und Beschleunigungswirkung verbessern möchte. So, ich hoffe, die Entschuldigung ist ordentlich angekommen. Es tut mir leid und es wird nicht wieder vorkommen. Deswegen mache ich jetzt noch einen zweiten Korrekturdüsenblock ran. Die Rechenleistung dadurch hat sich jetzt ein Steuerung Z und wir machen es wieder Steuerung Y vorwärts, also Z rückwärts, Y vorwärts. Die Rechenleistung verändert sich dadurch nicht, weil ja das Blockvolumen konstant geblieben ist. Das wollte ich jetzt nicht. Und wir markieren das wieder und die Korrekturdüsen, ich habe da schon einen kleinen Plan. Wir verschmelzen sie wieder. So, wir achten mal auf unsere Mesh. Sehen schon. Ja, das wird sehr merkwürdig werden, aber wir werden sehen, wir werden sehen. Ja. Das hier gefällt mir noch nicht. Trägheitsdämpfer, das kann man noch ein bisschen schöner verpacken. Das ist so, es hat so Zwischenräume und Trägheitsdämpfer. Die zwei Blöcke hier, seht ihr, wenn ich jetzt die Y-Spiegelung ausmache, dieser breite Block sind zwei Blöcke, das habe ich jetzt so gemacht und ich werde die zwei Blöcke hier reinpflanzen. Jetzt habe ich noch sechs Blöcke von diesen Triebwerken und habe mit sechs Blöcken von Zwischenablage, weil ich möchte jetzt das nicht immer wieder so auswählen. Ich hole mir den Block, der bereits da ist, markiere ihn, kopiere ihn und habe die Blockauswahl auf Triebwerk. Wenn ich jetzt Hülle will, markiere ich mir Hülle, kopiere die. Seht ihr, ich bin noch auf Triebwerk. Jetzt füge ich die Hülle ein und bin auf Hülle. Ich muss dieses Baumenü, wenn ich die Blöcke, die ich haben möchte, schon habe, eigentlich nicht mehr aufmachen. Es gibt hier unten dann noch Shortcuts, wie ihr seht. Eins für fensterlose Hülle. Drücken wir mal 1. 1, fensterlose Hülle. 2, die Kante. 3, die Ecke 1. Ecke 2, Ecke 3. Schrägen Ecken, alles Mögliche. Diese Shortcuts hier unten kann man sich festlegen, indem ich drücke jetzt mal G, damit es offen bleibt. Indem man hier mit der Maus darüber hovert und einfach mal die Tasten 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 und hier nochmal 8. Ihr seht schon, die passen sich an. Ich mache das bei der fensterlosen Hülle nur gerne mit diesen Blöcken, weil das bei der Verkleidung
extrem hilft. Es beschleunigt den ganzen Workflow. Man kann Zeit sparen. Viele Leute sagen immer, Schiffsbau, Schiffsverkleidung, das dauert ewig. Ich brauche 10 Stunden für ein minimales kleines Schiff. Optimiert eure Arbeitsweise. Das ist schon ein bisschen advanced. Das kommt mit der Zeit. Ihr müsst wissen, für welche Form nehme ich welche Ecke, was will ich haben. Das kommt alles mit der Zeit. Ihr müsst ein bisschen bauen und dann habt ihr das schon. So, jetzt haben wir hier 4 breit und haben 6 Triebwerke zur Verfügung. Wir löschen das alles erstmal. So. Und gehen runter auf unsere 1er-Blockhöhe. Haben wir hier 1, 2. Das ist wieder fensterlose Hülle, seht ihr. Triebwerk. Gehen wir auf unsere 1er-Blockbreite, 8, 8, 8. Machen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sieht doch schon mal anständig aus. Ich weiß nicht, ob ich mit denen ganz zufrieden bin. Sie sind doch sehr hoch im Vergleich, aber das werden wir bei der Verkleidung dann eh sehen. Gut, unsere Werte. Ja, passt. Ich werde dann noch hier noch eine große Kante ranmachen. Das heißt, dieser Block kann weg. Diese Schräge wird mir ein bisschen zu steil werden. Also kommt hier noch ein Block hin und hier noch ein Block hin. Dann mache ich hier dann so eine Schräge her. Werdet ihr dann sehen, wenn wir verkleiden. Ich habe da schon eine Vorstellung. Also wenn ihr selbst noch keine Vorstellung habt von dem, wie euer Schiff aussieht, ihr müsst euch entweder, ihr malt euch eine kleine Skizze auf ein Blatt Papier oder ihr setzt euch wirklich hin, so abends im Bett und denkt euch nach, wie könnte mein Raumschiff denn aussehen? Ja, das ist alles ein bisschen freakig und abgespaced, was ich hier vorschlage. Aber ja, von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nichts. Gut. Ich merke gerade, die Beschleunigung und das alles, wir verbrauchen viel zu viel Energie. Die 100-100, die ich anfangs angepeilt habe, ist mit Eisen und ohne Energieproduktion wirklich schwer zu halten. Selbst mit dem Trick von Ausschalten des Drehgitterdämpfers, wir werden nur noch wenig Energie haben, um Module zu installieren. Wenn ihr das sehen wollt, momentan, das alte HS habe ich rausgezogen. Die Energieproduktion ist normal. Alles, was Energie verbraucht, ist hier der Drehgitterdämpfer, die Flughilfe und der Antrieb. 50, 50. Ich werde das ein bisschen reduzieren. Damit ich es reduziere, nehme ich mir diesen Block hier, kopiere ihn, nehme ihn raus. So. Jetzt habe ich ihn hier, werde ihn zusammensquischen auf die Höhe von 1. Vorher hatten wir 3 solche, falls ihr euch erinnern könnt. Jetzt squische ich ihn auf die Höhe von 1 und werde ihn hier einmal oben und einmal unten platzieren. Nicht vergessen, die Triebwerke hatten hier hinten immer noch so einen kleinen Trägheitsdämpfer. Der für die Balance der Beschleunigung und Bremsverzögerung zuständig war. Das heißt, wir brauchen jetzt 1, 2, 3, 4. Wir hatten 6, brauchen jetzt 4. Das heißt, wir müssen 2 Trägheitsdämpfer irgendwie loswerden. Dann nehmen wir gleich mal die hier, die in der Mitte sind, die ich platziert habe für das, und werde sie in die Hülle verwandeln. So, Beschleunigung, Bremse. Meine Bremse ist ein bisschen stärker. Testen wir nochmal nach. Hier haben wir 3, ist 1, ist 2. Haben wir hier noch und hier noch. Wie viel sind das? Einmal das Verhältnis, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Wir haben 6-mal das Verhältnis von 3 Triebwerken und 1 Trägheitsdämpfer und wir haben immer noch 8 Trägheitsdämpfer. Oder? 1, 2, 3. 4. Deswegen ist das jetzt so aus der Balance. Seht ihr, man sollte ein bisschen darauf achten, was man baut. Wir nehmen das und werden das einfach wieder ein wenig verkürzen.
wir unser altes Verhältnis wieder haben. Dadurch, dass die Trägheitsdämpfer und Antriebe jetzt reduziert sind, haben wir auch weniger Energieprobleme. Statt 250 haben wir jetzt 179. Ja, man könnte das jetzt noch ein bisschen runterschrauben, man könnte hier noch was wegnehmen und da noch was wegnehmen. Möchte ich jetzt aber, wenn ich ehrlich bin, nicht tun. Wir haben Energieprobleme, aber es gibt später noch ein Modul, das unsere Energieprobleme leicht lösen kann. Gut. Ist ein bisschen schmäler, ist ein bisschen kleiner. Rechenleistungstechnisch, ihr seht schon, wir sind jetzt durch das Entfernen dieser ganzen Blöcke runter. Aber wenn wir hier dann noch das ganze Schiff verkleiden, und das werde ich jetzt schnell noch machen mit euch. Hier eins. Ich halte übrigens die Steuerung-Taste gedrückt. Hier, Steuerung, Steuerung loslassen. Steuerung, Steuerung loslassen. Mit Shift funktioniert das auch. Aber mit Shift, ich halte jetzt Shift gedrückt, drücke die Taste R und es passiert nichts. Jetzt hier halte ich Steuerung gedrückt, drücke die Taste R, bewege mich und das bleibt hier an der fixen Kante kleben. Und ich werde das jetzt einfach so rotieren, wie ich es haben möchte. So. Hab den Block, drücke nochmal Steuerung, damit er schön einsnappt. Und hier haben wir das schon schön platziert. Das Ganze kann man hier unten machen. Wir machen das hier oben. Und da haben wir auch schon annehmbare Triebwerke. Wir nehmen hier uns nochmal die Korrekturdüsen. Und pflanzen die nochmal hier seitlich dran. Na? Ich habe gesagt seitlich dran. Markieren das Ganze. Verschmelzen das Ganze und haben jetzt jeweils Triebwerk und Korrekturdüsen. Sehen wir nochmal auf die Energie. Gyros brauchen nicht viel. Korrekturdüsen brauchen wahnsinnig wenig. Flughilfe weniger. Antrieb weniger. Verhältnis halbwegs in Ordnung. Rechenleistung durch die Hülle geht hoch. Aber hier, jetzt haben wir wieder ein Problem, ne? Der Trägheitsdämpfer ist offen, die Triebwerke sind offen. Das ist zwar abschließend, aber ich möchte das ja verkleiden. Ich möchte da ja nicht sofort einmal beschossen werden und meinen ganzen Trägheitsdämpfer verlieren. Das heißt, hier mit der Höhe von diesem Block, von diesen Blöcken, oben und unten, da stimmt was nicht. Ich habe das nicht ohne Grund mit die Skalierschrittweite auf 0,4 gesetzt. Beim Verkleiden ist es sehr, sehr, sehr oft der Fall, dass ihr einfach einmal was Dünneres bauen solltet. So. Und was Dünneres ist immer ein bisschen schwächer. Ihr seht schon, der von mir ausgewählte dünnere Block, wenn ich ihn jetzt hoch mache, hat er 8 Höhenpunkte, Hitpoints. Und wenn ich ihn dünner mache, hat er nur 4 Hitpoints. Das heißt, ein Treffer, der mehr als 4 Schaden verursacht auf diese Platte, würde diese Eisenplatte ohne irgendeiner anderen Unterstützung zerstören. Das ist der eine Nachteil von diesem statt 1er Block, nämlich 08er Block. Weil wenn ich hier jetzt das Ganze mal mit 1, 1, 1 machen würde, seht ihr schon, hat eine Größe von 1, 1, 1, hat 4 Hitpoints. Jetzt ziehe ich das ein bisschen länger. Machen wir mal 3. Und haben wir 16. 16 statt den 12, 16 statt den 8, 16 statt den 4. Es ist, die einzelnen Blöcke haben dann ein bisschen weniger Hitpoints und sind ein bisschen anfälliger gegen das Zerstörtwerden. Gut. Wir haben unsere Funktionsblöcke, unsere Trägheitsdämpfer, unseren Basisblock, unsere Gyros, unsere Korrekturdüsen. Wir haben unsere Hüllenblöcke. Und ich mache jetzt etwas, das euch wahrscheinlich ein bisschen gruselig vorkommt, weil unsere Rechenleistung dadurch extrem schnell runtergehen wird. Ich zeige mir alle Blöcke an. Momentan, ich sehe jede Blockart. Mit dieser Taste, mit der Ansichtstaste, könnt ihr bestimmen, welche Blockart ihr seht. Ich nehme jetzt den Hüllenblock und sehe, ich sehe nur noch Hüllenblöcke.
Jetzt markiere ich mir alle Hüllenblöcke, weil alles andere ist Triebwerk oder Kante oder Trägheitsdämpfer oder Gyro oder ihr wisst, was ich meine, und werde das in ein Gerüst verwandeln. Weil ich nicht so bin, damit ihr das besser seht, weil die Gerüste im letzten Video, die Eisengerüste auf diesem Hintergrund waren sehr schwer zu erkennen, werde ich das auch gleich in die Farbe Avorion, ist jetzt ein bisschen, in die Farbe Rot verwandeln. Und wähle die Farbe aus auf die Blöcke. Gut. Jetzt haben wir die Hülle in Gerüste verwandelt. Hier können wir alle Blöcke anzeigen lassen und sehen schon, aus den Hüllenblöcken sind Gerüstblöcke geworden. Schön eingefärbt, damit man es auf dem Kontrast im Hintergrund auch sieht. Warum habe ich das gemacht? Weil ich die Hülle eigentlich nur sehe als Verkleidung. Hüllenblöcke sind für mich nichts anderes als Verkleidung. Das heißt quasi, das Innere des Schiffs ist Funktion und das Äußere des Schiffs ist Hülle. Ja, damit wir es haben. Funktionsblöcke sind grau, alles andere ist erstmal rot. Wie Kanten, Höhlen und das Innere des Schiffs. Machen wir weiter mit unserer Hülle. Wie möchten wir es denn gerne haben? Wir machen hier noch ein größeres rein. Brauchen wir aber nicht Hülle, weil wenn wir hier eine Hülle setzen und hier eine Hülle setzen, haben wir das zwar bündig, aber den Block hier in der Mitte brauchen wir nicht. Können wir wegmachen. Oder durch ein Gerüst ersetzen. Oder wir machen das Ganze anders. Wir ersetzen es durch ein Gerüst, das keine Masse hat, also unsere Beschleunigung und so nicht beeinflusst. Nehmen eine Kante, zoomen heran und wenn wir heranzoomen, sehen wir schon, ja, wie soll ich das jetzt denn ordentlich platzieren? Da gibt es einen Trick. Wir fokussieren die Kamera auf einen ausgewählten Block. Momentan hat er beide Blöcke ausgewählt, weil wir das Ganze spiegeln. Jetzt machen wir die Spiegelung aus, markieren diesen einen Block und fokussieren. Seht ihr? Mit der Taste F könnt ihr fokussieren. Wenn ihr das zentrieren wollt zwischen zwei Blöcken, markiert ihr beide Blöcke, drückt F. Habt ihr es zwischen den zwei Blöcken zentriert. Zwischen den hinteren Block und den vorderen zwei Blöcken zentrieren, F ist ja in der Mitte von diesen beiden Blöcken. Ist gut zu wissen, kann einen viel, ach, wie platziere ich das jetzt? Wie kriege ich da jetzt den Winkel hin? Das ist alles blöd. Kann einen viel, viel Ärger ersparen. So, wir gehen ganz runter auf unsere 0,4er Skalierung, drehen den Block, wie ihn wir ihn gerne haben möchten, ziehen ihn in die Höhe, wie wir ihn gerne haben möchten, und weil wir nicht so sind, spiegeln wir das Ganze auf der X-Achse, damit wir das da drüben auch haben. Hier. So, platzieren. Da ich diesen Block schon in der Kantenform habe, wie ich ihn haben möchte, gehe ich auf die andere Seite und muss ihn nicht drehen. Ich muss jetzt nicht so machen, so machen, so machen. Ich gehe nur von der einen Seite zu der anderen Seite und habe den Block quasi gespiegelt. Gut. Jetzt machen wir weiter mit unseren Gerüsten. Ich habe da ja vorher diesen langen Block. Seht ihr, das Spiegeln, die Funktion ist ein bisschen anstrengend, aber man muss sich einfach dran gewöhnen. Ich habe da vorher diesen langen Block gehabt, jetzt setze ich ein Gerüst hin. Das mache ich, weil ich jetzt hier eine Kante machen will, die ich in die Position bringe, wie ich sie haben möchte. Dann squische ich sie zusammen, mache sie ein bisschen schmäler und werde sie anschließend verlängern. Wir sollten die Spiegelung wieder einschalten, damit wir es da drüben dann auch gleich wieder haben. So. Jetzt haben wir hier eine unsymmetrische Symmetrie. Der äußere Block hat einen stärkeren Winkel als der innere Block. Aber die Symmetrie, die inneren Blöcke sind weniger steil als die äußeren Blöcke. Also wenn ihr mich fragt, sollte erlaubt sein,
kann man gelten lassen. Man könnte jetzt hier noch so eine Hülle ansetzen und ein Gerüst in die Mitte und das Ganze, aber soll für mich jetzt mal ausreichend sein. So, wir haben hier eine Viererfläche, eine Dreierfläche. Es gibt drei Blöcke, die Viererflächen und Dreierflächen gemeinsam haben. Diese Kante erstmal. Seht ihr schon, hier haben wir eine Viererfläche und auf der anderen Seite haben wir eine Dreierfläche. Würde jetzt die Höhe nicht beeinträchtigen. Dann haben wir hier noch diese Eisenecke 2. Hier haben wir mehrere Vierer-Ecken und wenige Dreier-Ecken. Also 3 Vierer und 3 Dreier. Wir pflanzen die Dreier-Ecke mal unten hin, so wie wir es haben möchten. Und sehen uns das Ganze an. Da sieht schon mal gut aus. Hier oben, möchte ich das? Möchte ich das wirklich so haben? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe sogar auf das Spiegeln vergessen, seht ihr? Deswegen Steuerung Z. Dann platziere ich diesen einen Block hier. Und meinen eigenen Tipp befolgen. Platziere den anderen Block da. Und sehe schon, will ich so eine Ausstülpung haben? Will ich das so bündig abschließend haben? Möchte ich es nach innen gehen haben? Je nachdem, wie du das haben möchtest, wie ihr das haben möchtet auf eurem Schiff, müsst ihr eben diese Verkleidungsblöcke wählen. So. Machen wir mal weiter. Lassen wir uns mal überraschen. Wir wissen ja noch nicht, wie es am Ende aussehen wird, wenn wir das so beibehalten. Ist ein bisschen dünn, oder? Ich möchte jetzt nicht nochmal in die Höhe gehen, damit es dicker wird, weil dann habe ich die ganze Kante umsonst gesetzt. Das Ganze ist ein bisschen nett, aber leider auch nur nett gemeint. Also nehme ich mir einfach die Kante hierher. Nehme die Kante hierher und sage mir, ja, will ich dieses Ding hier jetzt so kantig haben? Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte das Ganze jetzt die Skalierung nochmal kleiner machen und diesen Winkel ein bisschen steiler machen und hier in die Mitte dann nochmal einen Block setzen. Aber dann wird das ein endlos kleines Gefiddel mit der Skalierschrittweite. Ihr werdet immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner. Die Blöcke werden immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner. Und wenn die Blöcke kleiner werden, haben sie weniger Hitpoints. Und weniger Hitpoints bei einem Treffer, dieser 1 HP-Block wäre schon weg. Dieser Block wäre bei nach einem Treffer schon weg. Also zerstört auf meinem Schiff. Dieser wäre weg. Dieser hätte dann 2 Hitpoints. Also je nach Waffe. Eigentlich hat er nur 1 Hitpoints. Durch die ganze Spiegelung und das Ganze wird das. Er hat so gut wie keinen Hitpoint, weil er so klein ist. Ja? Wie groß müsste er dann sein, damit er einen Hitpoint hätte? Ja, wir machen das in den 0,4er Schritten, weil 0,05er Schritte sind wirklich sehr klein. So, wir machen das einmal größer. 0,8 mal 0,8 hat einen Hitpoint. Ich stelle es euch nochmal unter Beweis und werde diesen 0,8 jetzt in einen 1,1er verwandeln. Und dann seht ihr diesen einen Nachteil, den diese höhere Detailgetreuigkeit hat. Der 1er Block, weil er das Doppelte an Volumen hat, ihr seht schon, Volumen plus 500 Kubikmeter gibt uns 2 Hitpoints. Wir gehen runter auf diesen 0,8er Block und das Volumen von 256 Kubikmetern, was die Hälfte ist von 500 Kubikmetern, also ein bisschen mehr als die Hälfte, gibt uns nur einen Hitpoint. Das ist der Nachteil an dieser detaillierteren Bauweise. Ich weiß, das kann sehr frustrierend sein, wenn die Blöcke an den Schiffen erstmal kaputt sind. Man kann das Schiff nicht umbauen, man muss die Blöcke rekonstruieren, man muss das Baumenü öffnen, man muss hier hingehen, man muss hier hingehen, man muss die einzelnen Blöcke anklicken. Oder man repariert das ganze Schiff nochmal hier oder man verwirft die zerstörten Blöcke sogar. Kann ziemlich nervig sein, wenn nach jedem Treffer ein Block verschwindet. Da gibt es aber später ab dem Material Titan Integritätsfelder. Und Integritätsfelder
helfen dabei, die einzelnen kleineren Blöcke stabiler zu halten, indem sie ein Integritätsfeld hat, einen Radius. Zur besseren Veranschaulichung gehe ich jetzt einfach mal, greife mal ein bisschen vor und gehe auf Titan und wähle mir einen Titanblock aus. Integritätsfeldgenerator. Braucht wie alles andere natürlich Strom, 500 Kilowatt, 600 Kilowatt. So ein kleiner 04x04x04 braucht 600 Kilowatt. Ein 08er braucht 4,8 Megawatt. Und da haben wir wieder unser altes Energieproblem mit Eisenschiffen. Wir ignorieren das Ganze jetzt mal und setzen den kleinen Block jetzt hier mal in die Mitte des Triebwerks. So. Integritätsfeldgenerator. Normalerweise sollte ein blaues Symbol angezeigt werden, das die Reichweite dieses Generators anzeigt. Möglicherweise war er ja nur zu klein. Oder das ganze Baumenü hat sich jetzt verändert. Energiecontainer, Generator, Integritätsfeldgenerator. Normalerweise wurde immer dieses ganze Schiff, diese Wirkung, blau dargestellt. Ich versuche es jetzt mal mit diesem Trick. Nein. Highlights. Nein. Energie haben wir genug. Wirkst du vielleicht nur auf Titanblöcke? Nein. Also, ich befinde mich hier auf dem Beta-Branch und der Beta-Branch, wie immer, er kriegt zwar immer wieder Updates und eines der Updates kann ich euch gleich zeigen, aber er hat auch immer wieder Bugs, wie diesen Integritätsfeldgenerator. Ja. Hier habt ihr diese neueste hinzugefügte Art des Schiffsblocks. Der Schiffsname. Ich stelle es jetzt nur mal kurz vor, weil ich komme von Hundertste ins Tausendste und ich schweife schon wieder ab. So, wir drehen das Ganze mal. Wir machen das Ganze mal größer. Ein roter Block in Titan sollte eigentlich unseren Schiffsnamen anzeigen. Da haben wir es ja schon. Ich habe falsch rotiert. Eisenschiff 1. So, wir erinnern uns, der Name war auf der hinteren Seite und er war verkehrt. Das heißt, ich rotiere ihn jetzt mal so. Mache das Ganze mal kleiner. Jetzt habe ich den Namen auf der richtigen Höhe auf der Hinterseite. Jetzt rotiere ich ihn einmal nach vorne. Habe den Namen also auf der Oberseite. Und wenn ich ihn so platziere, dann wird der Name auch korrekt angezeigt, sodass wir ihn jetzt lesen können. Eisenschiff 1. Das ist einer dieser neu hinzugefügten Blöcke. Zwar der Schiffsname und das Schiffsemblem. Es gibt noch erst dieses eine Emblem. Da wird wahrscheinlich noch anderes hinzugefügt. Oder man kann sich vielleicht in Zukunft eigene Embleme machen. Man weiß es nicht. Also, so viel zum Beta-Branch, zur Funktionsweise von Integritätsblöcken. Dadurch, dass es jetzt eh nicht funktioniert, weil ein neuer Patch rausgekommen ist und ich es nicht demonstrieren kann, werde ich das ganze Thema Integritätsblock und Verbesserung der Stabilität der einzelnen kleinen Blöcke verschieben. Ich werde später noch eine andere Galaxie eröffnen, die sich nicht auf dem Beta-Branch befindet. Oder ich warte einfach, bis ein Patch rauskommt und ihr geduldet euch so lange. Ich warte, bis ein Patch rauskommt und ihr geduldet euch so lange. So. Da wir das Ganze jetzt aber schon wieder lange genug herausgezögert haben, werde ich hier diese Aufnahme beenden. Und weiter geht's dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr bleibt mit von der Partie. Wir sind heute echt nicht viel weitergekommen. Wir haben ein bisschen über die Blöcke geredet. Wir haben über die Ansicht geredet.
Wir haben darüber geredet, dass wir unsere Blockanzahl einfach nur beibehalten müssen, wenn wir unsere Wirkung beibehalten möchten, dieses Verhältnis von Bremse und Beschleunigung. Wir haben die Form ein wenig verändert durch Relokalisierung, also durch einfaches Nehmen, Kopieren und woanders hinsetzen der Blöcke. Wir haben Teile eingefärbt, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Die Ansicht der einzelnen Blöcke, wie zum Beispiel zeig mir nur Hülle, zeig mir nur Triebwerke, zeig mir nur Gyrophalanxen, haben wir auch vorgestellt. Und man kann es nicht oft genug sagen, wir haben leider auch unser altes Energieproblem mit reinen Eisenschiffen auch erwähnt. Also, das war's von mir. Ich bin der Getty. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.